auch heute begrüße ich euch nochmal herzlich willkommen zur Beta von Star Wars Battlefront. Heute mit dem Starfighter Assault, den ich euch da zeigen will. Starfighter Assault, ja, dabei geht's in den Weltraum. Da werden wir uns ordentlich dem Gegner widmen und den mal ordentlich wegmachen. Das ist zumindest der Plan. Da gibt es jetzt Fighter, Interceptor oder Bomber. Versuche ich einfach mal alles zu zeigen. Der Fighter, der hat halt ein bisschen eine Reparaturfertigkeit, Weapon Overcharge, schießt halt schneller oder Protonentorpedos. Also einfach alles, was man so haben will. Players needed for. Die warten wir natürlich noch ab. Aber in der Zeit kann ich euch natürlich noch die anderen zeigen. Interceptor. Der hat einen Afterburner. Target Lock und eine Concussion Missile. Moderaten Damage und richtig Schaden macht dann er hier. Der kann sich auch noch mal ein bisschen reparieren. Iron Cannon Turret. Die macht mal richtig Damage. Und Dual Proton Torpedos. Also, das Ding ist zwar jetzt nicht flink und wendig, aber heizt mal ordentlich den Gegner ein. Dann gibt es noch den Falken. Selbstverständlich, oder den Pose T-70 X-Wing. Also, für jeden Fan ist da auf jeden Fall was dabei. Man kann hier auch noch Parts equippen. Oh, da habe ich sogar was. Ja, natürlich will ich da hier die Karte haben. Na, nice. Kann ich die anderen auch noch was? Ja, super. Rate of Fire Increase. Läuft. Also auch so könnt ihr das Ganze hier pushen. Also so funktioniert dieses Kartensystem bei Battlefront. Aber scheinbar für die habe ich nichts. So, ich werde jetzt einfach ganz kurz eine kleine Pause einlegen. Beziehungsweise einfach reinspringen, sobald es mit dem Spiel losgeht. Denn das scheint hier noch ein bisschen zu dauern. Wir waren ja schon bei 4, beziehungsweise scheint jetzt wieder runter zu gehen. Vielleicht klappt es jetzt auch gleich. Natürlich ist in der Beta auch definitiv, und das merkt man, der Modus rund um Naboo der meistgespielte. Und ja. Jetzt würde ich sagen, wir springen einfach mal dann im Game gleich mal rein und schauen dann, wie es da aussieht. Weil die Wartezeit, die will ich euch jetzt nicht noch antun. Ja, und da haben wir es ins Gefecht geschafft. Leider wurden wir jetzt sozusagen auf die andere Seite gematcht. Aber halb so wild. Denn die Fertigkeiten sind sowieso die gleichen. So, die Corvette out of range. Wir müssen jetzt hier verteidigen. Aber erstmal auf die da gehen. So, wir spielen ja gegen AI. Wow! Nein! Gegen AI und gegen. Es passiert mir immer, deswegen schrei ich so. Gegen AI und gegen richtige Spieler. Also hier ist beides am Start. So, die müssen weg. Wie gesagt, und was mir eben gern passiert. Afterburner hätte ich vielleicht nicht einsetzen sollen. Oh, der ist ein Killer-Assist bekommen. Wenn du aufpassen, jetzt werde ich hier nämlich gerade ganz schön aufs Korn genommen. Is in critical condition.
Als wurde ich da von einem Mate von ihm rausgenommen. Der hat sich schön hinter mich gesetzt. Ich will euch hier so ein bisschen alle zeigen. Wie gesagt, der Interceptor, Afterburner, Target Lock und Concussion Missile. Dass ihr einfach mal so ein bisschen einen Einblick in alle Klassen bekommt. Und natürlich auch in die Optik. So, Afterburner, das ist das Schöne an dem, einfach mal zack. Richtung Gegner fliegen. Overfett reporting. Overfett? Das ist nice. So. Wow. Also ab und an, man muss sich hier so ein bisschen reinfuchsen. Sehr gut. Das lief gut. Okay, der war schon weg. Sehr gut, Kill Assist bekommen. Hab ihn verloren. Hau ich einfach mal schnell ab. Nicht so, dass ich das nicht auch könnte. Oder ist irgendein Objective? Out of range. Nein! Da hat sich einer hinter mich gesetzt. Beziehungsweise hat mich dann schön weggemacht. Aber wir bekommen gleich. Wir haben gleich genug Punkte, um hier den. Eins dieser beiden Schiffe zu holen. Als zeige ich euch nochmal den Bomber. Der macht da richtig Damage. Kann ich euch schon versprechen. Der hat nämlich gleich zwei Raketen und. Man ist halt aber wirklich langsam. Man hat Gott sei Dank diese. Victory! Genau so und nicht anders. Da kommen sie aus dem Überhaupt gesprungen und machen alle weg. Da war dieser Daily Dose of Memes, der war scheinbar ganz gut dabei. Ja, das war's. Dann habt ihr auch mal das gesehen. Wie gesagt, ihr wisst so in etwa, wie es aussieht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und sagt mir doch mal, werdet ihr auch Star Wars Battlefront spielen oder sagt ihr, nö, gar nicht meins. Also, haut es raus, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.